Highlights von Hua Hin und Cha'am, die vielleicht nicht jeder kennt. Darum geht es in dem heutigen Video. Viel Spaß. So, jetzt sind wir an dem Sai Noi Beach. Das ist hier ja so ein kleiner Geheimtipp, sage ich jetzt einfach mal. Hier sind nicht so viele Leute und es sieht auch wirklich schön aus. Das kann ich euch jetzt hier gleich mal zeigen, auch mit Felsen und so weiter. So, es ist ein recht kleiner Strand, der aber wirklich gut ausschaut und was zu bieten hat. Ja, hier auf der anderen Seite ist ein riesiger Felsen, oder ja, kann man Felsen nennen. Sieht auch sehr schön aus. Gibt ein bisschen was zu essen. Sehr schöner Strand hier. Auch hier ist das Wasser relativ warm. Auch so badewannenmäßig, würde ich jetzt mal so sagen. Aber sieht schön aus hier, ja? Hier draußen sind noch ein paar vorgelagerte Inseln. Kleinere oder Felsen, kann man wohl wahrscheinlich eher sagen. Beeindruckend vor allem diese riesigen Felsen. Coffeeshops gibt es natürlich auch in der Nähe von dem Strand. Wer dazu Lust hat, kann das machen. Ja, ein wunderschöner Park hier in Cha'am. Also es wird schon wirklich unglaublich schön hier. Einem Drachen vor den Bergen. I don't know, Dragon before, vor dem... Der Drache ist ein Tempel, der hier vor dem Berg ist. Und es gibt hier auch so ja, Dachziegeln, die man beschriften kann und dann als Gabe für den Tempel gibt. Aha. Was? Ja. Man schreibt hier den Namen auf die Tafeln. Als Opfergabe für den Tempel. So, ja. Kostet so eine Tafel hier 39 Baht. So, dann schreibt man seinen Namen darauf. Huh? My name? Okay. Diese Dachziegel werden für den neuen Tempelbau benutzt. So, und die Dachziegel, die kommen dann auf dieses neue Tempelgebäude hier drauf. Und unten drunter schreibt jeder seinen Namen. Und dann wird dieses neue Gebäude damit eingedeckt mit den Dachziegeln. So, das sieht wirklich sehr schön aus hier. Olli mit den Bergen im Hintergrund. Wirklich erstaunlich groß. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video so sieht. Aber das ist schon ein riesiger Drache. Und auch diese Felsen hier im Hintergrund sind wirklich extrem groß. So, hier werden die Räucherstäbchen angemacht für den Buddha. So, jetzt bringen wir das rauf zum Tempel. Alisa, what is this for a big snake? What's the name, do you know? In English, I don't know. Ah, so. Then tell me. It looks like dragon fire. Dragon fire? Uh-huh, okay. Huh? Okay. It's from Tech village here, you know? Yeah. This is a temple or what is this exactly? Mountain? This one? Yeah. Uh-huh. Wirklich sehr groß aus. Ach so, jetzt machen wir noch mal einen Gong hier. Okay. Wow. Oh.
das ist ja ein tiefer Sound. Da bleibt ja mir fast das Herz stehen. So, jetzt noch die Schleife hier drum. Da haben wir ja unseren Namen drauf geschrieben. Machen wir hier. Oh, the next one. Hier, next one, okay. Noch ein Gong. Und zack. Three times, ja? Yes. Also dreimal muss man das machen. Ja, das ist so ein riesiger Schlangendrache oder ich weiß gar nicht, wie man das hier nennt. Aber so ungefähr. Wahnsinn. Also der soll hier dieses Dorf hier beschützen, hier vor Scharam. Beeindruckendes Gebäude, würde ich sagen. Ist ja echt erstaunlich, was die hier immer alles so auf die Beine stellen. Nicht schlecht. Selbst hier in die Schuppen von diesen Drachen stecken die Leute Geld rein. Scheine oder Münzen. Das soll dann Glück bringen. Hier überall Geldstücke drin. Das Geldstück haben wir jetzt reingesteckt. Soll Glück bringen. Aber das ist überall hier, so überall, wo die Leute rankommen, wird Geld reingesteckt. Hier kann man hier auch deutlich sehen, überall sind Geldstücke drin. Ne? Zwar nur Kleingeld, aber immerhin. Ne? Ja? Überall. So, jetzt sind wir Kau Nangpa Turat Forest Park. Sehr schön hier. Und die Schönheit kommt vielleicht auf dem Video nicht so rüber, aber das sieht wirklich hier einmalig aus. Wunderbar, wunderbar. Panturat Nature Trail. Ja. So, hier gehen wir mal rein und mal gucken, was wir hier noch von der schönen Natur sehen können. Unglaublich schön. Das ist ein massiver Fels, das ganze Ding. Unglaublich. Hier auf der anderen Seite genauso. Wirklich gut aus. Und alles, der gesamte Park hier, sehr schön angelegt. Der Seite. Wow. Wirklich gut. So, hier geht es jetzt ein paar Stufen nach oben. Aber von oben hat man noch mal einen wunderbaren Ausblick und den wollen wir uns natürlich angucken. Oh, ein bisschen stramm rauf geht es noch. Hier kann man mal sehen, nach unten. Aber okay. Hier ist auch so eine Art Tempel. Ja. Mitten hier in den Berg eingelassen. Noch ein Stückchen weiter rauf. Da ist ein bisschen mehr Wind und mal gucken, ob man da schon was sehen kann. Von der wunderbaren Aussicht hier. So, das ist nochmal so eine Mittelstation. Und hier geht es dann noch weiter hoch. Aber das gucken wir uns gleich an. Wow. Oder auf dieser Seite, ja, man ist einfach nur sprachlos. Das ist wirklich super schön. Und das hier ist Pechaburi und zwar gehört das hier zur Stadt Chaam. So, von hier ganz oben hat man natürlich eine schöne Aussicht, ne? Da hinten sieht man Chaam. Sehr gut. So, hier kann man das sehen. Oder warte mal, ich zoome mal ein bisschen ran. So, da kann man Chaam sehen. So, hier kann man mal die Karte sehen von diesem Nationalpark. Also hier kann man eine ganze Menge Sachen noch machen. Unter anderem auch Camping. Kann man Camping machen. Und Wanderungen. Wir befinden uns jetzt hier bei den Felsen. Aber hier gibt es noch viel, viele andere Sachen. Unter anderem auch noch Elefanten,
Und da oben ist dann ja, der Strand, das Wasser, das Meer. Eine Shooting Range gibt es hier auch noch. Also, die Möglichkeiten sind groß. Ein wunderschöner Nationalpark auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall ein Besuch wert hier. Und hier gilt natürlich auch, bitte nicht die Affen füttern. Die wissen das und kommen immer wieder. Oder klauen sogar. So, heute am Cha'am Beach. Allerdings ist hier heute irgendein Festival oder ein ja, Musical oder ich weiß nicht so genau. Deswegen hier ist ganz viel los. Viele Leute hier. So, auf jeden Fall, das ist Cha'am Beach. Ja, so sieht es hier am Cha'am Beach aus. Oh, sieht eigentlich gut aus, aber heute ist ein mächtig Wind. Sind ziemlich viele Wellen hier. Irgendein Music Festival ist hier heute am Cha'am Beach. Mächtig was los hier. So, hier nochmal ein Stückchen weiter am Cha'am Beach, aber hier ist schon mehr los. Da hinten war ja abgesperrt, weil da die Bühne aufgebaut war. Aber hier sind auch sehr viele Leute. So, hier ist auch eine Riesenkrabbe aus Beton. So, das ist jetzt so ein Mangrovenwald und den schauen wir uns jetzt mal an. Ist mit Sicherheit auch hochinteressant. Hier gibt es einiges zu sehen. Nur gleich hier am Eingang fängt es schon an. Der befindet sich übrigens ja so eigentlich in der Stadt von Cha'am oder ja, Stadtausgang von Cha'am. Oh, mit kleinen Fischen sogar da drin. Ja, sieht schon wirklich schön aus hier. Habe ich auch noch nie so gesehen, Mangrovenwald. Die stecken also hier wirklich in diesem Schlamm drin und wachsen hier raus. Ne? Sehr schön. Ja, das ist hier der Mangrovenwald und hier gibt es diese berühmten Patinfische. Ich weiß jetzt nicht, wie auf Deutsch heißen, aber ich blende das nochmal ein. Das sind diese Fische, die hinten die Schwanzflosse haben und vorne zwei Beine. Die können also hier über, sag ich mal, das Land oder den Schlamm laufen. Also hochinteressante Sache. So, oh, die haben hier sogar zwei Beine vorne. Kann man sehen. Die haben echt zwei Beine, das gibt's ja gar nicht. Das ist ja lustig. So, wir gehen jetzt mal hier auf diesen Turm hinauf und werden mal gucken, ob wir mal einen schönen Ausblick haben oder vielleicht sogar den Sonnenuntergang. Okay, los geht's. So, das ist jetzt die Aussicht von der Plattform hier oben. Den leichten Bergen im Hintergrund. Sonnenuntergang. Obwohl, sind viele Wolken, da kann man nicht so schön sehen. Dann von der Richtung hier haben wir, hier ist das Meer. Ja, und hier unten eben die Mangroven, ne? Hier genauso. Ja, und hier liegt dann Hua Hin. Nein, Cha'am. So, und überall, alle paar Meter gibt es hier so ein paar Pavillons, wo man sich setzen kann oder ausruhen kann. Kleine oder große Aussichtsplattformen. Sehr schön gemacht hier. No, no. Ja, hier sogar mit einer kleinen Brücke hier. So, probieren wir die kleine Brücke mal aus. So eine Hängebrücke hier. Oh, jetzt fängt sie an zu schwingen hier in der Mitte. Ja, ist gerade noch die Trockenzeit. Ja, Trockenzeit nicht, die Regenzeit hat zwar angefangen, aber es hat noch nicht viel geregnet. Hier ist noch relativ wenig Wasser drin, aber das steigt noch richtig an, dann, ne? Das steht dann alles unter Wasser hier. Komm! Mangroven in Thailand. Ja. Yeah. So sieht's hier aus. Ja. Wird's aber gezeigt, ne? Dieser Fisch lebt hier in den Mangroven, ne? Aus Plastik und auch hier diese Krebse. Mit dieser großen Zange hier, die leben natürlich auch hier, ne? So, jetzt besuchen wir De Venezia hier in Hua Hin oder Hua Hin und Cha'am. Und das soll ein Nachbau sein von dem Original
Venedig in Italien. Und das schauen wir uns jetzt mal an, wie sie das hier gemacht haben. Wir werden mal sehen. Also hier außen sieht es jetzt erstmal relativ gut aus. Und mal schauen, wie es jetzt innen aussieht. Oh, leichte italienische Musik hier, barocke Musik. Na gut, gehen wir mal rein und gucken mal. Oh, sehr schön gemacht erstmal hier. How much is it? 50. Also pro Person 50 Baht. Das werden wir jetzt mal machen. Also der Eintrittspreis ist jetzt hier 100 Baht gewesen. 100 Baht allerdings für Touristen und 50 Baht für Thais. Ist hier leider auch so, dass hier ein kleiner Preisunterschied ist. King and Queen Foto. Aha. Und das ist auch eine gute Idee. Video, ne? Oder so. Close here. Siehst du? King Norman. Okay. So, ja, war mal ein kleiner Spaß am Rande. Haha, das erste, was man sieht, sind hier. Ja, der Fanshop sozusagen hier. Hier wird alles Mögliche verkauft. So, jetzt schauen wir mal, was man hier machen kann, wie es hier aussieht. Im Venezia Hua Hin. Aha, hier haben sie schon mal ein bisschen Wasser. Ach, hier gibt es auch die Gondolieren. Die gibt es hier auch. Aha, der fährt dich dann hier ein bisschen durch die Gegend. So, Restaurant und Weinbar. Naja, okay. Bars und Restaurants haufenweise hier. Ja, ich werde mal hier über die Brücke gehen, mal gucken. Ach hier, was gibt es denn hier noch? Mini-Train. Ein Mini-Train. Mhm. Kann man hier eine Rundfahrt machen wahrscheinlich. Ja, Waiting Area, okay. Oh, ich glaube, er kommt gerade. Jawohl, hier ist er. Sehr schön. Ja, haben sie schon Mühe gegeben hier. Ist auch sehr sauber, gepflegt sieht es aus. Haben sie gut gemacht. Hier auf der Seite, ach, hier kommt einer. Die Gondoliere. Ja. Aber viele Geschäfte hier halt, ne? So wie in Venedig auch. Das Schöne ist, in dem Eintrittspreis, wenn man in diesen ja, Merchandising-Shop etwas einkauft, dann wird der Eintrittspreis darauf angerechnet. Also die ziehen den Einkaufspreis von den Sachen dann eben nochmal ab. Und dann werden wir zum Schluss nochmal reingehen und mal gucken, ob wir nicht doch was kaufen. Ja, hier. Also für Liebespaare hier alles gemacht. Kann man auch ein paar Fotos machen. Hier oben auf der Brücke war noch so ein großes Herz. Das kann man auch noch ein paar Fotos machen, ne? Da hinten auf der Brücke. Ja, haben sie schon angestrengt hier. Ja, Venedig, die Stadt der Liebe, ne? Kann man überall Fotos machen hier mit einem schönen Hintergrund. Ja, gut. Ja, und auch oben, so die Häuser, ist auch alles ein bisschen angedeutet hier. Ja, kann man natürlich nicht drin wohnen, aber ja, ist schon schön gemacht hier. Was haben wir hier? Oh, vier Leute, die hier sitzen. De Venetien. Hä? De Venetien. Hua Hin und Charm. Ja, für 100 Baht Eintritt kann man hier mal reinschauen. Und warum nicht? Ne? Und dadurch, dass das auch noch angerechnet wird, wenn man noch was kauft da in dem Shop. Ja, alles okay, kein Problem. Hier sind auch noch ein paar Fische dabei. Ein paar Riesenfische hier. Und die kann man natürlich auch mal eine Runde küssen oder sich küssen lassen. Wie sieht es damit aus? Ja, das ist so einer so der größten Plätze hier in dem Venezia Hua Hin. Ja, mit einem schönen kleinen Garten dazu. Aber ich muss sagen, jetzt hier halber Rundgang, es ist doch relativ viele Geschäfte hier leer. Nichts los, auch wenig Leute hier. Naja gut, wir haben Mai, Mitte Mai. Das ist natürlich keine Saison hier, ne? Also die Touristen sind ja jetzt zurzeit
alle nicht hier, ne, oder viele nicht hier. Die Saison fängt ja erst wieder so, ja, im September an. Ne? Dann wird es hier mit Sicherheit auch wieder wesentlich voller sein. So, hier noch ein kleiner Pavillon. So, kleine Pause, ist wieder sehr warm. Wir haben wieder 43 Grad heute. Hot, hä, Alisa? Ja, schon recht warm. Ja, bei der Temperatur, wenn man das Wasser hier sieht, möchte man am liebsten gleich mal reinspringen und schwimmen gehen. Ja, aber das ist natürlich nicht zum Schwimmen hier geeignet, ne? Sondern über die kleine Bootsrundfahrt. Aber, naja, der Rasen könnte auch mal gemäht werden. Ne? Aber ansonsten, ja, schöne Anlage hier. Warum nicht? Hier geht's weiter. Ja, ein riesiger Torbogen hier, auch ein bisschen barock gemacht. Ne? Ja, hier nochmal so ein kleiner Eindruck oder Überblick von dem Gelände. Hier ist der Musikgarten. Ne, hier sieht eher aus wie ein Bauernhof oder eine Farm. Nicht wie ein Musikgarten. Was meinen die denn mit Musikgarten? Vielleicht diese kleine Bühne da hinten. Vielleicht ist das der Musikgarten. Ja, was das hier ist, weiß ich nicht so. Vielleicht moderne Kunst. Vielleicht sowas in der Richtung. Oh, hier eine riesige Kutsche. Was ist denn das? Die Nussknacker oder was ist das hier? Sieht aus wie bei uns die Nussknacker zur Weihnachtszeit, oder? Ja. Das ist fürs Pferd, nicht für dich. You can do? Ja, mal ausprobieren, wie die Kutsche hier ist. Ah, the Princess von Venezia. Ja, gut. Ist on. So oder so. Ah, where is the horse? Wo ist das Pferd geblieben? Das Pferd. Ja, okay. Ja, nice. So, Princess, come down. Ja, okay. Ja, hier wird nochmal Hua Hin und die Geschichte hier so ein bisschen zur Schau gestellt. Sieht auch sehr schön aus. Diese Ecke haben sie wirklich gut gemacht, hier muss man mal ganz klar sagen. Ne? Das ist schon echt ordentlich. Oh, hier, Elvis ist auch hier. Guck einer an, der Elvis. Do you know this guy, Alisa? Kennst du den? Das ist Elvis Presley. Ein Musiker, Musician. So, das hier ist vielleicht so das Pendant zum trojanischen Pferd, was sie mal gehabt haben, vielleicht, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall mächtig groß. Hier kann man mal sehen, wie groß das Pferd ist. Ja, Alisa wird sich mal daneben stellen, dass man mal die Größe sieht hier. Ja, ja, very big. Ja, das ist schon ein riesiges Pferd, was sie aufgestellt haben. So, jetzt sind wir noch hier in dem Restaurant hier, was hier angeschlossen ist. Nee, ist kein Restaurant, das ist der Kaffee- oder Coffeeshop hier. Und ich habe mal so einen Eiskaffee gekauft, der war allerdings ein bisschen höher als sonst. Die kostet ja sonst immer so 60, 70 Baht, war hier jetzt 130 Baht. Das ist übrigens Laszlo, den haben wir hier kennengelernt, mit dem sind wir jetzt hier in Venezia unterwegs. Hallo Laszlo. Hallo. So, und mit dem werden wir auch noch mal ein bisschen weiter reisen und dann gucken wir mal, was er hier uns noch zeigen kann. Er lebt nämlich hier schon seit vielen, vielen Jahren und kennt natürlich auch wirklich gute Orte hier in Hua Hin. So, ein weiteres Highlight hier in Hua Hin ist der Cicada Market. Und hier gibt es auch eine ganze Menge Street Food und ja, so kleine Stände, die halt so Souvenirs verkaufen und so weiter und so fort. Und das sehen wir uns jetzt mal eben kurz an. So, das ist der Cicada Market. Also das ist auch so eine Attraktion hier, kann man auf jeden Fall hingehen. Sehr gutes Essen, sehr sauber, alles wirkt wirklich gut und macht einen guten Eindruck hier. Ein sehr schöner Platz, um zu relaxen, sich mit Freunden zu treffen oder eben auch essen zu gehen.
So, im Zikadermarkt, hier gibt es auch was für Kinder. Wir machen so eine Art Schattenspiel hier. Sehr schön gemacht. Kinder freut es auf jeden Fall. Ja, es sieht alles wirklich schön gemacht aus hier. Also das ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Ne, von ja, so Schmuck, so ja, Modeschmuck, Handtaschen, weiß ich nicht, alles Mögliche kann man hier eben kaufen. Ne? Hier Cremes, Parfüm, Sonnenbrillen natürlich. Gut gemachter Markt. Hier eine Menge Spielzeug, wer mit Kindern herkommt. Das Schöne ist, es gibt auch haufenweise Live-Musik hier. Ich muss aber auch dazu sagen, der Cikadermarkt hat nur Freitag, Samstag und Sonntag geöffnet. Und das von 16 bis 23 Uhr. Also der ist nur 3 Tage die Woche offen, am Wochenende. Hier, kurze Hose, Holzgewehr. Gibt's hier auch sowas. Achso, mit der Rubber hier, ja? Aha. Ah, funny, ja, funny. You want test? Gut. This is a nice idea, huh? Ja. Machine Gun, ja, okay. Oh, hier, yeah. Yo, 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 yo. Mann, 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 Mann. Alles vom Wood, ja? Nice. Funny idea. Ist vom Fabrica oder make somebody self here? Hm? Ist this thing here make a fabric or make somebody self or? Ach so, ah, vom Fabrik, ja, ja, ja. Ach so. And then you take home and make it to. Ja. Okay. Es gibt natürlich auch viele Künstler hier, auch Straßenkünstler, die Karikaturen malen oder eben auch Bilder. Und die im Übrigen wirklich sehr, sehr gut aussehen. Muss man mal ganz ehrlich sagen, ne? Hier zum Beispiel. Oder das gute Stück hier. Oder hier unten. Das hat was. Sieht gut aus. Looks good, ne? How long do you need for so a picture? Three weeks. Ja, okay. Every day, when you work every day? 2-3 hours per day. 2-3 hours, oh. Yeah. Aber this is very fast, oder? For so a big picture. Ja. Many colors here. Also viele Farben hier mit den Bildern. Unglaublich. Also das hat was, ne? Sowas, ja, farbenfrohes habe ich eigentlich selten gesehen von selbstgemalten Sachen. This size, roundabout, so? 15.000 Baht. Aha, 15.000 Baht kostet so ein Bild, ja. Aber for so long working is a good price, ne? Ja. And looks very good, this pictures. Ja. Yes, welcome. Oder hier kann man sein Abbild selber machen. Was ist das? Ist das in Ton oder was ist das? Oder Holz? What is this for a material? Huh? Clay Art nennt sich das. Ja, genau. Okay. Aha. So, and you make the face from the persons? Yes. Aha. Uh-huh. Take a picture, make this finish. And how long do you need for so? 1 or 2 days. One or 2 days? Yeah. Yeah, okay. And how much is it when people want to do this? $2,000. Yeah. $3,000 and $4,000. Also 2, 3, 4,000 baht. Mm-hmm. Okay. Ah, okay. And you send it around the world, yeah? And all peoples, if they not can wait, ja? Yeah? Okay, aha. Ja, interessant, sehr interessant. I can take this? Ja? Yeah. Yeah? Ach, ist strong, ja. Ja, sehr stabil. Ja, so, ja, nicht so schwer. Es ist so Ton, ne? Eine Tonart, kann man sagen, ne? Interesting.
Interesting. Never seen so things. Ja, sehr interessant. Ach so, hier so take a picture and then make this finish, ja? Hm. Oh, hier many things, yeah. Ja. Mhm. And you do this? You and your father do this, ja? Nice. Ja, das war ja mal eine witzige Sache, ne? Also, die gießt dein Gesicht im Prinzip in so Ton ein und dann dauert es ein, zwei Tage, bis es fertig ist. Und wenn du nicht mehr hier bist als Urlauber, schickt die dir das auch kostenlos hinterher zu deiner Wohnadresse. Also, das ist natürlich ein guter Service, ne? Also, 2.000, 3.000 und 4.000 Baht, wenn ich das eben richtig verstanden habe. Ja, also das Maxi, die größte Figur ist um die 100 Euro dann ungefähr. Für 4.000 Baht so ungefähr 100 Euro. So, hier haben wir den nächsten mit Glas. Glasarbeiten. Ja. Macht auch viele interessante Sachen hier, wie zum Beispiel Sparschwein. Hier ist schon der Dollarschein drin, kriegst du auch nicht mehr raus, ist kein Loch drin. Oder das hier mit den ganzen Münzen. 3.000 frei. Ja. 300 Baht, ne? Ja, 3.200 Baht kostet so ein Glasschweinchen mit lauter Münzen drin. Wie gesagt, ist eingegossen im Glas, ne? Kriegst du nicht mehr raus. Aber interessant. Ja? Ist die? So, heute? Ist die? Ja. Hier rein? You start. Start, okay. Let's stop. Yes. Power. This is power. Okay. 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 No, no. What is power? No, no, no. What is this? Not use. No, 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 no. I don't need. Yeah. Okay. Okay. Good. Yes. Yeah. Power. Yes. Okay. 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 Good. Ja, zu guter Letzt muss man natürlich hier am Wasser auch mit dem Jetski fahren. Das haben wir natürlich auch noch ausprobiert und hier noch mal ein paar kurze Bilder vom Jetski. Wer es noch nicht gemacht hat, muss es auf jeden Fall nachholen, weil das ist auf jeden Fall ein Erlebnis wert. Ist zwar nicht ganz so billig. Vor allen Dingen Highlight ist natürlich, wenn man über die Wellen fährt. Also entgegengesetzt der Wellen ist es ein bisschen problematisch. Also da geht es wirklich richtig böse rauf und runter und das rumst auch richtig. Aber mit den Wellen zum Ufer hin ist ein einmaliges Erlebnis. Man merkt die Welle überhaupt gar nicht. Auf jeden Fall ein Erlebnis wert. Ja, das war's schon wieder für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye, ciao, ciao.